Ich habe das gerne, wenn man aufzeigen kann, wieso man jetzt etwas macht, wieso man eine gewisse Überzeugung hat. Und damit hängt das, glaube ich, auch zusammen, dieses Reden über Kunst. Du hast mir ja gesagt, dass das eines deiner zentralen Anliegen ist, über die Kunst zu sprechen. Ja. Und dass das auch wie ein roter Faden, hast du nicht gesagt, aber sage ich jetzt, so durch deine Arbeit zieht, dass das Sprechen über Kunst ein zentraler Aspekt ist deiner Idee, wie man Kunst vermittelt. Ja, weil ich einerseits ist das eine persönliche Erfahrung, dass ich einfach gemerkt habe, dass Kunst einem als Lebenshilfe oder als Entwicklungsfeld oder als Gebiet, das einem Möglichkeiten liefert, persönlich zu wachsen, ein extrem wertvolles Spielfeld ist. Und ich bin überzeugt davon, dass das nicht nur für mich oder für eine kleine Gruppe der Menschheit der Fall ist, sondern dass das eigentlich in der Natur der Kunst liegt und dass das aber viel zu wenig eigentlich so gesehen wird und genutzt wird auch. Und das war mir schon immer irgendwie ein Anliegen, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich schade, dass das so ist. Und ich möchte eigentlich auch darüber reden, um das auch aufzeigen zu können. Und dann bin ich aber auch immer interessiert daran, dass wenn ich was mache, dass ich es so bewusst mache, dass ich eben auch darüber reden kann. Also dass ich Begriffe habe für die Sachen, die ich mir überlege, dass ich mir gewisse Argumentationen überlege, dass das irgendwie Sinn macht, weil ich Mühe habe mit Sachen, die eigentlich, da muss man immer ein bisschen aufpassen bei den Begriffen Gefühl und so weiter, aber ich habe Mühe mit Dingen, die einfach nur Behauptungen sind. Ich habe das gerne, wenn man aufzeigen kann, wieso man jetzt etwas macht, wieso man eine gewisse Überzeugung hat. Und damit hängt das, glaube ich, auch zusammen, dieses Reden über Kunst, weil ich das einfach immer spannender finde, egal was es betrifft, wenn man eben Worte dafür hat, wenn man jemanden möglichst einfach erklären kann, was, wieso man etwas macht, was man glaubt und so weiter, weil dann ermöglicht das eben immer einen Dialog, dann ermöglicht es auch, oder es besteht jedenfalls die Möglichkeit, dass auch, dass man sich finden kann, dass man Interesse wecken kann, dass man eben dann wieder gemeinsam das Leben oder die Evolution vorantreiben kann. Also ich höre dir einfach so gern zu, weil du erklärst die Dinge eigentlich auf eine sehr persönliche Art und Weise, wo man merkt, du hast diese Erfahrungen verinnerlicht und bist in der Lage zu abstrahieren über das, was du erlebt hast selber.